Heute geht es mal ans Süßwasser, an einen geheimen See, der eventuell größere Forellen enthalten soll. Seen gibt es hier in Westnorwegen wie Sand am Meer, kann man schon fast sagen, und ebenso Forellen, zum Teil auch sehr viele Saiblinge. Also wer noch keine Saiblinge gefangen hat, hier kann man auf jeden Fall gezielt Saiblinge fangen. Leider aber meistens eben nicht in den Größen, wie man sie sich doch erhoffen würde. Das heißt, 30 cm ist schon ein ziemlich guter Fisch und 40 cm ist in den meisten Seen schon rekordverdächtig, sowohl bei Bachforelle eben als auch bei Saibling. Aber es gibt ein paar Seen, die wohl bessere Forellenbestände enthalten sollen. Und der eine See, den ich jetzt halt besuchen möchte, das ist so ein Geheimtipp, der liegt ein bisschen versteckt, ein bisschen anstrengender hinzukommen. Ich bin mal gespannt, ob da was dran ist. Da gibt es noch einen anderen See, den ich in einem späteren Video noch befahren und beangeln möchte. Der liegt so eine Stunde von hier entfernt. Und der soll, ja, da kann man durchaus mal die Superlative gebrauchen, die ja inflationär in vielen deutschen Angelvideos gebraucht wird. Monsterforelle! Der enthält tatsächlich sagenhaft große Forellen. Ich wusste gar nicht, dass Forellen so groß überhaupt werden können. Ob man natürlich so eine große Forelle dann noch erwischt, ist eine andere Frage. Aber es scheint wohl eine ganz spezielle Art zu sein. Welche Art, konnte ich auch noch nicht herausfinden, aber wie gesagt, dazu in einem anderen meiner Videos. Hier geht es jetzt erstmal an einen See, wo die üblichen Bachforellen drin sind, aber hoffentlich etwas größer als 30 cm. Entlang geht es am schönen Førdefjord, beziehungsweise einem Ausläufer davon. Hier gibt es auch Lachse drin, also die man außerhalb der Saison auch noch fangen kann. Manche Lachse können halt nicht mehr aufsteigen, weil eben ihre Zuflüsse zu Wasserkraftwerken umfunktioniert wurden. Und die Seen, die ich gleich anfahre, die haben mehrere Wasserkraftwerke, wobei der letzte Ausgang eben hier unten ins Meer führt, ins Fjord führt. Die Umwelt zum Teil eben eine Katastrophe, für die Fische zumindest. Strom ist dadurch aber extrem billig hier in dieser Region. Also wenn es regnet und wenn viel Wasser runterläuft, haben wir schon nur 1,2 Cent umgerechnet bezahlt, die Kilowattstunde. Und jetzt haben wir erfreulicherweise mal seit fast 2 Wochen Trockenheit und da ist auch schon was teurer. Da ist es jetzt so um eine Krone, eine norwegische Krone, das ist ungefähr 10 Cent die Kilowattstunde. Daher lohnt sich auch hier besonders ein E-Auto, also das macht vom Spritverbrauch ein oder vom Energieverbrauch einen ganz erheblichen Unterschied. Sheeps in front. Ja, und jetzt heißt es laufen. Ich hoffe, dass der Weg lohnt. Hier geht es ganz schön aufwärts, aber man wird halt mit einem tollen Ausblick auf den See da unten zum Beispiel belohnt. Ein kristallklarer Bach. Tolle Landschaft Norwegen. So, jetzt glaube ich, bin ich da. Sieht schon mal sehr verlockend aus. Ja, wenn wir in südlichen Gefilden wären, würde ich jetzt sagen, hier sind bestimmte Schwarzbarsche drin. Und ich würde einen Popper schmeißen. Forellen sind offenbar jede Menge drin, aber wie fangen? Hier kann man über den See drüber gehen, das sieht auch interessant aus. Wichtig ist auch eine Poolbrille natürlich. Ja, die Bullen, die zwei, haben sich inzwischen als 5 herausgestellt bis jetzt. Was auffällt, ist, dass er wesentlich nahrungsreicher als die anderen Seen, die ich hier noch in der Nähe habe. Also richtig Schlamm und Wasserpflanzen, wo Frösche und Insekten. Obwohl offensichtlich kleine Forellen hier sind, hat keine gebissen. Möglicherweise auch zu klein mal wieder. Und da hinten ist der eigentliche See. Bären gibt es ja auch in der Gegend. Noch ein paar, aber die muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ansonsten hier nordischer Urwald.
Heute bin ich nochmal auf dem Weg zum Geheimen See. Das letzte Mal habe ich keinen wirklichen Zugang gefunden. Das Ufer, das relativ flach war und gut erreichbar war, das war total bewachsen, nicht anzuwerfen und zu flach. Und die andere Seite, dafür habe ich jetzt die Gummistiefel. Hier gibt es noch andere Gründe für die Gummistiefel. Aber ich hoffe, der See lohnt sich. Von der Optik auf jeden Fall. Oder? Ist doch ein Traum hier. Gummistiefel sind nicht nur für den Matsch gut oder für das Waten durch Wasser, sondern auch für Schlangen. Denn es gibt ja tatsächlich in Norwegen Kreuzottern und Ringelnattern. Sollen zwar nicht so furchtbar giftig sein, aber ausprobieren möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt. Da hilft es natürlich auch zur Abschreckung, denn die Tiere sind eher scheu, dass man fester auftritt. Dann wuseln sie sich dann von dannen. Gerade mal in solchen sumpfigen Gebieten ist es natürlich ideal. Ein idealer Lebensraum, den sie wahrscheinlich in vielen anderen Ländern nicht mehr finden. Jedenfalls habe ich in Costa Rica keine Schlange gesehen, aber hier in Norwegen. Sieht aus wie Blaubeere, ist aber ein Nadelgehölz. Es ist nicht irgendwie durchgewachsen mit Blaubeeren, sondern die scheinen tatsächlich in einem Nadelgehölz zu wachsen. Das sieht aus wie der ideale Spot für mich. Aktivität ist auch da. Ich bin hier mit der Kombo von meiner Tochter. Eine super kleine, aber feine Spinnrute mit kleiner Rolle. Ich weiß gar nicht, was ist, ein Tausender oder sowas, halt Spielzeug. Aber damit haben wir tatsächlich schon einen ziemlich dicken Dorsch gefangen. Und das ist natürlich das Ideale für einen Rucksack. Die passt einfach in den Rucksack rein. Ich stelle euch auch mal den Link unter die Beschreibung in dem Video. Ich fange erstmal klassisch mit Spinnern an. Am besten direkt was Größeres, weil die ganz kleinen Forellen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Erwartungen waren natürlich groß, aber trotz offensichtlich vorhandener Fische tat sich erstmal gar nichts. Das hier sind übrigens richtige Blaubeeren, erkennbar an den grünen Zweigen an diesem Gewächs. Und jetzt Ende September sind die halt extrem lecker. Eine wunderschöne Forelle. Schönes Forellchen. Okay. Ja, aber auch nur so ganz kleine Forellen. Schade. Ja, hier fängt man zwar eine nach der anderen, aber eben leider doch die typische Größe 20 cm. Die richtige Stelle bzw. den richtigen Spot hatte ich gefunden. Nur die Größe ließ zu wünschen übrig. So ist man mit dem Stickbait. Bisschen größer, vielleicht kann man damit ja erreichen, dass auch die Forellen größer werden.
eine Forelle nach dem anderen hier. Also das ist wirklich nur so Zwerge. Oder ist das überhaupt eine Forelle? Und mal wieder nicht die erhoffte Großforelle. Angeblich soll es ja hier 2 Kilo Forellen dran geben. Bisher würde ich aber eher sagen, ups, da ist die Klöpfe weg. Anlauf Nummer 3 an dem schönen See. Hier bin ich schon an dem Bacheinlauf, also an dem Zulauf zum See, und versuche jetzt hier irgendwo einen Weg durch den Sumpf, durch den Teich, durch den Bach, was auch immer, mir auf die andere Seite zu bahnen. Auch hier so scheint es wieder ohne Gummistiefel nicht viel zu machen. Mal die Wassertiefe prüfen. Ja, das könnte gerade so reichen. Dann hoffe ich mal, dass es jetzt nicht regnet. Und gleich einen höheren Wasserstand hat, dann habe ich kein Problem. Beziehungsweise habe ich gleich die Füße. Ist das hier eine Bärentatze? Das sieht mir jetzt so ein bisschen so aus. Ich hoffe, ich komme hier nicht mit Bären in die Quere. Darauf habe ich jetzt nicht so Lust. In Norwegen erlebe ich so manche Parallele zu den Kanaren. Dieser See ist wie ein Flashback zu den Schwarzbarschgewässern auf Gran Canaria um das Jahr 2010 rum. Viel zu viele kleine Fische, die nie einen Haken gesehen hatten. Diese Unberührtheit haben die Seen dort ja leider komplett verloren. An diesem Tag entschied ich mich, meine alte Heimat Gran Canaria 2022 nicht zu besuchen. Ausgelatschte Trampelpfade an den Seen, Touristenautos auf den Parkplätzen, vollgemüllte und nach Urin stinkende Plätze am Meer, um die man sich auch noch mit den Einheimischen streiten muss. Dann noch lieber ein paar kleine Forellen in dieser erholsamen Einsamkeit und Freiheit. Und 2023 fahre ich hier auf jeden Fall an den See der Monsterforellen.